Hallöle und zurück beim Let's Play Train Simulator 2015. Wir sind in der Academy und wollen ausgebildet werden zu einem Lokführer und wollen jetzt wissen, was denn diese ganzen Ampeln und so weiter zu bedeuten haben. Fährt mehr als ein Zug auf einer Strecke, so müssen die Züge getrennt werden, um Kollisionen zu vermeiden. Die meisten Bahnstrecken sind in Blöcke aufgeteilt, in die jeweils nur ein Zugfahrer einfahren darf. Oder ein Zug eben. Die Einfahrt in Block regeln Signale. In der einfachsten Form zeigen Signale die Begriffe Fahrt und Halt, repräsentiert durch die Farben Rot und Grün. Hä? Diese Signale sind Signale mit zwei Signalbildern. Okay. Also Leute, wie ihr es kapiert habt, bei Grün fahren. Mit steigender Höchstgeschwindigkeit und aufgrund von Kurven und Hindernissen ist das nächste Signal nicht immer zu erkennen. Daher benötigen wir eine Vorwarnung. Ein zweiter Signaltyp verfügt über grüne und gelbe Lichter. Dies sind Vorsignale mit zwei Signalbildern. Das Signal zeigt nun grün und der Zug ist abfahrtbereit. Szenario abgeschlossen. Yeah! Mein Gott, das war, wir mussten echt viel machen. Puh, ich schwitze ganz schön. Puh. So, dann machen wir mal kombinierte Signale, was das jetzt wohl ist. Vielleicht gibt es ja eine Mischung von Grün und Rot und dann darf man mit der einen Seite fahren und mit der anderen Seite nicht. Hä? Nee, gucken wir mal. Bitte. Sind wir mal gespannt. Immerhin habe ich richtig Bock drauf, Passagiere durchs Ländlein zu transportieren. Und sie von einem Ort zum anderen Ort zu bringen. Denn ich kann mich noch gut dran erinnern, bei Train Simulator 2014 war es immer so meistens, dass ich den Bahnhof verfehlt habe. Immer zu spät gebremst und musste dann immer den Rückwärtsgang legen. Und es hat ganz schöne Minuspunkte gegeben. Das möchte ich natürlich bei 2015 vermeiden und bei meinen allerersten Let's Plays, die ich überhaupt mache. Wenn ich irgendwann dazu komme, denn es dauert ja schon ewig, leider die Academies zu laden, aber für alle Leute, die das irgendwie doof finden, man kann da echt ein Auge zudrücken. Man kann da echt ein Auge zudrücken bei dem Spiel, weil es einfach so cool gemacht ist. Vom Simulation und von der Grafik her, das muss einfach ordentlich laden. So. Sehen wir uns nun einmal die kombinierten Signale an. Mit steigender Geschwindigkeit müssen Vorsignale immer weiter von den Hauptsignalen entfernt stehen, um genug Zeit zum Reagieren zu haben. Das kann dazu führen, dass das Vorsignal am gleichen Punkt, übrigens ziemlich cool, Punkt geschrieben, wie das vorherige Hauptsignal steht. Aus Gründen der Ökonomie hat man beide Signale in ein Signal kombiniert. Diese Signale besitzt drei farbige Lichter, rot, gelb und grün, zur Anzeige der Signalbilder. Zeigt ein Signal rot, so müssen sie halten, denn der vorausliegende Block ist besetzt. So, jetzt haben wir hier grün, das heißt, wir können fahren. Jetzt steigt es rot. Jetzt ist es auf gelb. Zeigt ein Signal gelb, so bedeutet dies, dass das nächste Signal rot ist. Das heißt, wir können noch fahren, aber wir wissen, wir müssen vom Gas gehen. Denn die nächste Ampel ist rot und dürfen definitiv nicht weiterfahren, sonst macht es krabbumm. Und dann haben wir ein cleanes Problemchen. So wie hier lang fährt. So, jetzt sieht man, dass er langsamer wird. Er wird ein bisschen schneller langsamer als ich. Und fährt über grün. Interessant. Ein Signal, das grün zeigt, bedeutet freie Fahrt. Damit schließt sich das Tutorial zu den kombinierten Signalen ab. Sie können dieses Tutorial aber jederzeit wiederholen. Ich fahre mir einfach zu schwer, würde ich sagen. Deswegen muss ich nicht unbedingt nochmal neu machen. Jetzt, lass uns mal gucken, was wir noch zu lernen haben hier. Sekundäre Steuerung ist doch auch mal noch ein spannendes Thema. Yeah, unsere geile Lok. Dann wollen wir jetzt mal sehen. Sekundär. Willkommen im Fahrstand der BR 989. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. BR 189. Wir lernen jetzt sekundäre Steuerung, wie gerade schon gesagt. Es ist dunkel draußen, also schalten wir das Spitzensignal an.
Stellen Sie den Schalter in die dritte Stellung. Okay. Ha! Das ist viel besser und heller. Es beginnt zu regnen. Schalten wir die Scheibenwischer ein. Klicken Sie auf den Schalter, wie in der Abbildung gezeigt. Gut. Das kennen wir ja schon. Das habe ich ja mal in der ersten Folge gezeigt. Das ist besser. Endlich klare Sicht. Das Horn ist ein wichtiges Instrument für den Fahrer. Damit warnen Sie andere, dass Sie kommen und Sie können so mit anderen kommunizieren. Machen Sie sich bemerkbar. Klicken Sie auf den Schalter, so wie in der Abbildung. In Ordnung. Juhu, gut gemacht. Nun weiß jeder, dass Sie kommen. Yeah. So, dann gucken wir, was wir noch hier machen können. Fahrstandwechsel. Ja, das wollen wir doch auch mal erlernen. Let's go. Unser Special Lock. Werden wir jetzt unseren nächsten Test machen, unser nächstes Abzeichen holen. In diesem Tutorial lernen Sie den Wechsel zwischen den Fahrständen. Okay. Züge können auf den Gleisen entweder vorwärts oder rückwärts fahren. Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, dass der Zugführer immer im vorderen, zur Fahrtrichtung zugewandten Fahrstand sitzt. Für höhere Effizienz besitzen heutige Lokomotiven Fahrstände an beiden Enden. Gut so. Aus Sicherheitsgründen können Sie während der Fahrt nicht in den anderen Führerstand wechseln. Sollten Sie dies tun wollen, so können Sie dort nur passiv zuschauen, den Zug aber nicht steuern. Um in den anderen Fahrstand zu wechseln, drücken Sie STG Plus. Okay, STG und Plus. Aha! Habe ich gemacht. Um den Fahrstand und anschließend die Fahrtrichtung zu wechseln, bringen Sie die Lokomotive vollständig zum Halten. Dann, mit angezogenen Bremsen, können Sie mit dem Tastenbefehl für den Fahrstandwechsel zwischen vorderem und hinterem Fahrstand hin und her schalten. Nach dem Wechsel stellen Sie die Fahrtrichtung auf vorwärts, lösen Sie Bremse und legen Motorleistung an, um wieder zurückzufahren. Na dann, gucken wir mal unser Ziel. Unser Ziel ist da hinten. Gut. Fahren wir doch mal. Los geht's. Gib Gas, gib Gas. Da kommt sie, die heiße Lok. Hat gerade einen Schlag gekriegt, das arme Ding. Sehr gut. Ich glaube, wir sollten mal aufpassen, wie schnell wir fahren. Würde ich sagen. Weil ich sonst wieder den Bahnhof verpasse. Und das wäre blöd. Langsam und vorsichtig. Langsam hier runtasten. Wieder noch 0,27 Meilen. Dafür bin ich ja wieder relativ zu langsam, würde ich sagen. Mann, da gibt es ja einen Schlangen am anderen. So, da ist ja unsere Endstation schon. Deswegen bremsen, ordentlich bremsen. Ordentlich bremsen. Ja, das war jetzt ein bisschen aggressiv. Aber okay, jetzt läuft unsere Uhr. Mal gucken, ob wir es dann geschafft haben. Dann müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung noch fahren. Um natürlich hier wirklich den Fahrerwechsel kapiert zu haben. Wichtig ist zu merken, während einer Fahrt geht's nicht. Und mit SRG Plus kann man wechseln. Gratulation, Sie haben erfolgreich rangiert und den Fahrstand gewechselt. Sehr gut. Wow, wir müssen nicht zurückfahren. Wir haben es erreicht, das Ziel. Yeah, Erfolge. Sehr gut. Dann wollen wir jetzt nur noch das B- und Entladen lernen und dann geht's in die richtigen Missionen. Darauf bin ich schon extremst gespannt, wie viel ich verkacke und wie viel ihr euch dann aufregen werdet darüber.
So. Schauen wir halt mal. Ah. Das sieht doch schon mal nice aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie B- und Entladen geht. Das Fahren von Zügen beinhaltet nicht nur das Fahren auf den Hauptstrecken, sondern auch das B- und Entladen von Gütern. In dieser Lektion erlernen Sie das B- und Entladen von Containern auf Flachbettwagen. Ja, das finde ich cool. Um die Container von den Flachwagen zu entladen, benötigt man große Drehkräne wie diesen hier. Diese heben den Container von der Seite der Gleise auf die bereitgestellten Wagen und setzen die Container mit höchster Präzision auf diese ab. Cool. Um den Kran beim Beladen zuzusehen, wechseln Sie in eine Außenansicht und drücken die Taste zum Beladen, T von der Tastatur. Okay. Dann drücken wir jetzt mal die 3. Da können wir dann immer mit der rechten Maustaste so uns um den Zug herum drehen. Obwohl man natürlich da jetzt nicht so speziell sieht. Auf der 2 kann ich zur Lok rüber switchen. Und jetzt probieren wir das mal. Ob ich auch fahren muss oder ob ich auf T drücken muss. Alles klar, ich muss auch fahren. Gut. Nein, er macht was. Das ist natürlich nice. Ziemlich cool. Gratulation, Sie haben einen Container aufgeladen. Um den Container von Wagen zu entladen, drücken Sie einfach erneut die Lade-Entladen-Taste. Shift-T. Okay. Hm. Nein, er will nicht. Shift und T. Tja, also Shift und T. Aber Shift und T geht nicht, dooferweise. Das passt mir jetzt gar nicht. Shift und T soll nicht gehen. Ah! Da wurde was falsch erklärt, würde ich sagen. STLG und Shift und T hat jetzt eher funktioniert. Ach, hätte sie gleich gesagt, man kann es auch mit der Maus machen. Wie es aussieht. Tja, das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Aber gut. Ja, Leute. Das zu diesem schönen Tutorial. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen was gelernt über das Führen einer Lok. Und ich denke, im nächsten Video werden wir einfach mal es jetzt versuchen mit den Missionen. Und da bin ich schon sehr gespannt. Freut euch drauf und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss.